Unsere schönen norddeutschen Inseln sind ja bislang nicht gerade als Brutstätte für coole Musik bekannt. Also Bands mit wegweisender Musik, internationale Topstars, Fehlanzeige. Könnte sich jetzt aber ändern. Vier junge Männer und eine Leidenschaft, die Musik. Sie nennen sich STANFOUR. Sie lieben ihre Heimat, haben dort ein Studio gebaut und sie stehen auf Mucke Made in America. Dort, genauer gesagt in Kalifornien, wurde auch die Idee geboren, die Band zu gründen. Dieter Vogt über norddeutsche Jungs mit amerikanischer Musik. Jetzt spielt STANFOUR auf. Wilde Musik, wilde Mädchen und harte Jungs. Das kann doch nur Amerika sein. Denkste, das ist Föhr. Ja, Föhr, mitten in der Nordsee. Und da kommen die vier von STANFOUR her. Und da wollen sie gerade wieder hin. All the thoughts in your mind, you can say them to me. Ein halbes Jahr waren sie weg von der Insel, raus in die große, weite Welt. Im Studio von Brian Adams sind ihre Songs abgemischt worden. In Stockholm hat die Band sie eingespielt. Eine Norddeutsch-Band, total international. Wir machen ja so eine Musik, englischsprachig, die in Deutschland kaum gemacht wird. Und da ist Schweden irgendwie für uns das erste Land gewesen, das uns aufgefallen ist. Ganz viele Bands kommen daher, ganz viele Musik kommen daher, die wir extrem gut finden, unsere Idole. Und darum sind wir nach Stockholm gegangen. Trotzdem kehren sie immer wieder gern zurück. Und immer wenn man nach Föhr kommt, merkt man richtig, wenn man hier auf der Fähre sitzt, so wie wir jetzt, dass man innerlich wieder total ruhig wird. Und das ist eigentlich der Ort, wo man immer wieder gerne hin zurückkommt. Föhr, 80 Quadratkilometer groß, 8000 Einwohner. Hier sind die Jungs schon was. Die Stars der Insel. Und nun könnten sie mit ihrem Debütalbum zum Exportschlager werben. Das Selbstbewusstsein haben sie auf jeden Fall. Wenn man von der Insel kommt, dann ist der Sprung, die Insel zu verlassen, gleich groß, ob man dann nach Kiel, Hamburg geht oder nach Amerika, so wie wir es gemacht haben. Deswegen ist es vielleicht leichter für Insulaner, auch wirklich, wirklich weit weg zu gehen und ganz groß zu denken, ganz anders zu denken als für andere. Save me, 'cause I've been about you all the time. I feel there's a part of you that wants me by. Das Schöne auf Föhr ist, dass man diesen weiten Horizont hat und ich glaube, das ermöglicht einen auch große Melodien zu schreiben. Vier Jahre haben die Inselmusiker auf diesen Augenblick hingearbeitet. Und gleich wird ihr Debütalbum im einzigen CD-Shop der Insel im Regal stehen. Hi, hier brandheiß aus dem Presswerk. Ich bin begeistert. Tätig war blind auf die Eins, wie sie das gehört. Das wäre ein Knaller. Noch schnell ein Blick ins Studio, dann heißt es gleich tschüss. Die letzte Fähre an diesem Tag zum Festland. Und schon bald heißt es auch für die vier wieder Abschied nehmen von der Insel auf in die weite Welt. Tja, da wo der Erfolg hoffentlich auf sie wartet. Die Single Do It All von STANFOUR kommt am 7. September raus, ist morgen in einer Woche. Wir wünschen viel Erfolg.